So, weiter geht's heute mit dem Spiel gegen Wolfsburg. Und da wollen wir natürlich heute hin, wieder ein Spiel zu gewinnen. Und mich ärgert es gerade wieder, dass wir wiederholt ein Auswärtsspiel nicht erfolgreich haben gestalten können. In Freiburg verloren, unentschieden in Mainz und in Tottenham. Einfach unnötigerweise diese Punkte liegen gelassen. Warum auch immer. Und das ist jetzt das nächste Auswärtsspiel. Und ja, irgendwann muss dieser Fluch fallen. So. So, probieren wir es nochmal mit einer kleinen Änderung in der Startelf. Wie gesagt, irgendwas. Ich befürchte, dass wir halt, wie gesagt, das Problem haben, dass wir momentan keinen vernünftigen Sechser haben. Und ich brauche das Geld halt. Jetzt haben wir den Kutschu. Zumindest verkaufst du mal mindestens 15 Millionen für den Spieler. So, die Frage ist, was haben wir auf der, hätten wir auf der Transferliste für. Natürlich nicht. So. Was hätten wir denn auf der Transferliste für. Warte mal, Moment. War doch richtig eigentlich sogar schon. Zu verleihen, Freigabesumme, freie Spieler. Zurücksetzen, dann gehen wir da wieder auf freie Spieler zurück. Position, Mittelfeld. Ach, nicht ZDM. ZDM. Ich brauche einen Sechser, das ist das Problem mit den Sachen. Ich denke nicht, dass da irgendwie was dran ist, da ist, der uns irgendwie groß helfen kann jetzt dramatisch schnell. Gefühlt nein. Gefühlt nein. Ich probiere mal, ich muss mir jetzt auch einen Sechser scouten. Ey, das ist zum Kotzen gerade. Na, gefühlt ist halt immer das Problem. Liste. Guck mal, was da noch so auf der Transferliste rumläuft. Florian Katt. Gefühlt nichts. Nö, da ist jetzt nichts unbedingt, was ich sagen muss. Den brauchen wir jetzt unbedingt. Gut, dann spielen wir mal in Wolfsburg. Gucken wir mal, was hinkriegen. Ich kriege momentan keine. Ja, wir müssen mal diesen Ausfallfluch besiegen, wie gesagt, klar. So, auf geht's in Wolfsburg. Er wird heute im Mittelpunkt des Interesses stehen. Denn in den letzten drei Spielen konnte er drei Tore verbuchen. Geht das für in ihn einem. so weiter? Wir sind live dabei, bleiben Sie dran. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu dieser Partie, liebe Fußballfans. Willkommen in der Volkswagen Arena. An den Mikrofonen sind heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann.
Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. VfL Wolfsburg gegen Schalke 04. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Hoffentlich wir, aber wie gesagt, es wird nicht einfach werden. Die Gäste zuletzt mit offensiv richtig starken Auftritten. Ja gut, das 8-0 gegen Köln, ne? Die meisten Tore in der verfälschen Liga so ein bisschen das Ergebnis. Und die Fans hoffen natürlich, dass heute in diesem Spiel so weitergemacht wird. Danke und viel Spaß bei dieser heutigen Partie. So, auf geht's in Wolfsburg, diesen Auswärtsflug endlich zu besiegen in... Bei diesem VfL. Viertes Auswärtsspiel diese Saison, noch dreimal bisher noch nicht gewonnen. Zwei Niederlagen, ein Unentschieden. Und das hoffen wir mal, dass wir es heute ein bisschen ändern können. Der Rosum. Schalke jetzt über außen. Der Rosum. Oh, das könnte was werden. Der Rosum. Schatz, sieht die erste Chance auf. Ganz genauso, war natürlich eine Riesenchance. Maximilian Arnold. Nicolo Zaniolo. Zaniolo? Oh, die erste Chance auch für die Gäste, ja, für die Heimat aus Wolfsburg. Er spielt auf einer neuen Position, ungewohnte Position geschickt. Das ist ja immer die Frage, klappt das? Der Alario. Kann sich so ein Spieler schnell umstellen? Kann er sich. Kein Foul, sagt der Schiedsrichter, weil Vorteil läuft! Gedecke. Und die nächste Chance für die Schalker. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Jetzt kommt keiner hin. Der letzte Leiter durchlaufen. Zielinski. Das könnte was werden. Den muss er besser verteidigen. Ball kommt rein. Da kann er klären. Gut aufgepasst. So, nächster Ball geht. Schöner Ball jetzt auf. Auf De Rosun. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Chance zur Führung. Ah, bist du verpennt jetzt gerade die Situation mal Wichtig, dass er sich den Ball holt. Abzuschließen oder beziehungsweise mal rüberzulegen. Zuspiel geht hier ins Aus, es gibt Einwurf. Kommt aber nichts zum Beton hin. Jetzt der Ball auf Javairo de Rosa und er mal jetzt ein bisschen. Jetzt mal, endlich, 22. Aber wenn er mir jetzt das... Nee, ich kann nicht weg. Also 0-1 auf jeden Fall mal die nächste Führung. Marco Richter in Freiburg immer geführt, in Mainz geführt, Tottenham. Da war der Loris. Einfach überragende Mann. Aber hier führt man jetzt zum dritten Auswärtsspiel in der Bundesliga in Folge. Was jetzt dann doch? Große Frage, kriegt man es heute irgendwie übernommen? Oder kriegt man es heute irgendwie besiegt, diesen Flug? Aber ich sag mal schauen. Also Richter auf jeden Fall 1-0 erstmal für Blau-Weiß. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Mal gucken. Pass kommt nicht an, das muss Einwurf geben. Ja, diese Auswärtsfische, dieser kann uns auch ein bisschen was kaputt machen. Aber wie gesagt, alles ist gut. Super Aktion. Warum auch immer der den nicht auf die Außenbahn legt. Warum der den ausgerichtet davor reinsetzen muss, wo alles eh steht schon. Maximilian Arnold. Arnold. Ja, das hätte was werden können. Jetzt mal, der Ball geht durch. Der Rosun, mal ein bisschen. Viel Platz jetzt. Platz, Zielinski kommt hinterher. Was heißt, kommt hinterher? Der läuft nur mit. 2-0. Die Schalke mit dem Tor. Paulinho auf jeden Fall. 2-0 Blau-Weiß für die Gäste hier. Ja gut, er war jetzt nicht besonders schwer, den da noch reinzudrücken. Auf jeden Fall aber erstmal 2-0. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Tor Nummer 4 in dieser Saison. 2-0 steht hier. Für den neuen Zehner. Also neuen Zehner. Hat er eigentlich auf der 6 begonnen und dachte mir, ja, das funktioniert nicht so ganz. Aber jetzt schauen wir ja. Sie verlieren den Ball.
Schön dabei. Ja, kommt aber nicht mit. Nicht gut verteidigt. Das ist jetzt eine Chance. Der wäre gut gekommen. Oh, der geht, der geht und Glück gehabt. Zentner. Diese Reflexe sind unfassbar. Die Ecke kommt. Schön dabei jetzt. Auf De Rozon. Ne, Lazza, Entschuldigung. Lucas Alario. Vielleicht ich befürchte, dass das abseits war. Gute Ballführung. Nö, was? Eben nicht. 3-0. Für mich wäre das abseits gewesen. Das müssen wir nochmal gucken. Nö, was nicht. Tatsächlich genau im richtigen Moment gespielt. Den Verteidiger. Nummer 19 ist jetzt das VfL Wolfsburg. Hebt dieses Abseits auf und damit passt das Ding. Paulinho und 3-0. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Aber wichtig erstmal. Energisch. Uzi. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Weg damit. Hat ganz geklärt. Wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Kommt nicht durch. Keita Baldi. Er passt auf und. Er sagt, er pfeift jetzt Elfmeter? Er pfeift jetzt Elfmeter? Wofür? Er gibt den Elfer und. War kein. War für... Ball gespielt. Der Ball gespielt. Der haut den kritischen Ball raus und gibt den Meter und der Gelb. Und Zentner. Und Zentner verhindert das 1-3 vor der Pause. Das war nicht ganz unwichtig. 3-0 noch in die Pause zu hüpfen. Ecke kommt rein. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Weg damit. Und damit ist Pause. Beruhigende Führung zur Pause. 3-0 ist der Spielstand nach 45 Minuten. Ein beruhigender Vorsprung zur Pause. Buschi, wie sieht dein Fazit aus? Ja, eine ganz klare Sache ist, dass nur mal ein bisschen Aufregung zum Ende. Bleiben, dann sind sie heute nicht zu schlagen. Aber mal gucken. Ja, wie gesagt, jetzt ein kleiner Auswärtsfluch noch. Aber ja, alles möglich noch. So, weiter geht's. Auf jeden Fall mit Halbzeit Nummer 2. Mit der Führung im Rücken geht's jetzt für Schalke in den zweiten Durchgang. Richter? Ja, das war zwei Mann stehen auf jeden Fall vom VfL. Marco Richter. Marco Richter. Das ist noch gefährlich. Und das verhindert der Keeper noch, das Ding. So, im Olympiastadion gibt es Neuigkeiten. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe mal eben rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für die Hertha. Glück gehabt für, neuer Spielstand für die Wölfe hier. 1-0. Gespielt sind hier 50 Minuten. Vielen Dank für die Info. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Hab dich. Es ist durchgesickert, das Interesse von Bayern München, sich den Wunschspieler zu sichern. Jetzt hören wir zum ersten Mal auch von einer möglichen Ablöse. Das stimmt. Das ist jetzt gerade egal. Was interessiert mich jetzt gerade die Bayern? Wir Hauptsache, wir kriegen diesen Auswärtsflug besiegt und das hätte einfach besser gehen müssen. Ja, da hat man wieder gesehen, er behält einfach. Was für ein Torhüter. Da hätte er vielleicht sogar ein bisschen besser gehen können, der Ball. Bei dem Eckball ist er da. Und den hält der Keeper zweimal. Collard, der das gut zweimal löst. Oder nicht nur jetzt heute. Ich muss ganz offen sagen, mich überrascht dieser Zwischenstand noch immer ein bisschen. Ich hätte gedacht, dass es ausgeglichener zugeht. Ja, aber so kann es gehen. Es gibt manchmal diese Spiele, da gelingt einem Team alles, dem anderen nichts. Das ist heute so. Schön gelöst, Ludwig. Und Zielinski, ja, gut, das. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Und jetzt gibt es Elfmeter. Und der war klarer als der erste. Ja, wieder zwei Elfmeter. Und diesmal ist es Stefan Zavic. Keine Diskussion. Da verursacht er einen Elfmeter. So, kann Zentner den zweiten auferwandeln. Ging es an Jolo diesmal. Tor vorbei. Wolfsburg verschießt auf den zweiten. Das war schwach, ohne jede Frage. Das kann er viel besser. Ballverlust. Ballverlust, blau-weiß hinten drin. Habib. Becker. Ah!
in der Bundesliga. Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen mit Glück, dass er da durchkommt. Richter hat ein bisschen Platz jetzt gerade. Und das klingt nach einer richtig attraktiven Partie. Die Chance jetzt. Tor. 4-0. So kann man es auch ausspielen. Lucas Alario 0-4. Ja, auch das hätte vielleicht sogar Elfmeter gehen können. Da lässt der Richter mal kurz drei Mann stehen nehmen und kriegt das Ball, kriegt den Ball rübergelegt. So, Lucas Alario, zweites Saisontor übrigens erst. Also bisher noch nicht viel auf die Reihe gekriegt, aber gut. So, mal neue Innenverteidiger bringen, zwei neue. Siala. Und den Rose mal ausprobiert auf der Defensivposition. So, jetzt wechseln. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Sie ziehen hier gleich alle Optionen. Drei Wechsel auf einmal. Ganz sicher, auch dieser Ball von da. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Alario funktioniert momentan noch nicht so wirklich. Es gibt Neuigkeiten aus der Mercedes-Benz Arena. Und zwar ein Tor. Ich gebe kurz ab ans Studio. Ah, kein Ball. Kein schlechter Ball. Jamal Musiala. Und Richter. Ah, gut gespielt, definitiv. Gut ausgespielt. Paulinho, Richter, der mit einer Bewegung zwei Mann stehen lässt und da rein ins lange Eck damit. Und damit hat man diesen Auswärtsfluch endlich besiegt, zumindest vorerst. Tor Nummer 3. Nicht auf, spielen weiter nach vorne und daher steht es mittlerweile 5-0. Marco Richter. Heute springt der Funke nicht von der Mannschaft auf die Fans über, Buschi, hör mal. Ganz im Gegenteil, durch die Leistung ist jegliche Euphorie hier im Stadion verflogen. Ah, der Becker lässt doch stehen. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Aber passt. Die Situation geklärt. Jetzt wissen wir, so, mit wem es Schalke als nächstes zu tun bekommt. Wenn das clever ausspielt. Ist gut durchgesetzt, gefährlich. Die Chance. Wenn sie es clever ausspielen, ist es Jamal Musiala am Ende. Und sie laufen mit drei Mann auf den Keeper zu. Irgendwie musste das Ding ausgespielt werden. Aber so nennt man astfrei den Konter zu setzen. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann sind zwei Mann völlig frei vor dem Torhüter. Was will der da machen? Ja, knapp war es, aber es passt dann am Ende. Jetzt seid ihr ein zweites Saisontor. 6-0. Einbahnstraßenfußball ist es heute. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Fairer Einsatz hier. Ja, guck mal. Partie ist unterbrochen. Es gibt Einwurf. Sie kämpfen um den Ball. Die holen sich. Auf Außen ist Platz. Wozzi. Ja. Gefährliche Szene. Oh, das ja, Bella Kotschap, super abgelaufen, gut geklärt. Vorne der Ball gewinnen. Und dann der Ballverlust von Becker. Super gemacht, gute Verteidigung. Oh, je, 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 je. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindert. Und die Fans fordern die nächste Elfer für die Wolfsburger. Was soll ich, haben zwei Meter verschossen heute. Maximilian Arnold holt sich den Ball im eigenen 16er. Das ist der Schluss. Und den pfeift er mir zurück, der wäre nämlich durch gewesen. Ich glaube, es wäre sogar kein Absatz gewesen. Ich glaube, der war nämlich genau in der. Nein, den hätte ich schon. Aber ist egal. 6-0 und am Ende ist es durch. Naja, passt. Sieg in Wolfsburg. Endlich ist ein Auswärtsflug nach Hause weggenommen.
Endlich mal wieder ein Auswärtsspiel gewonnen. Also 6-0, ja gut. Wir haben einfach jetzt heute mal unsere Tore, unsere Torchancen genutzt. So, gucken wir mal bei Ludewig. Nächstes Spiel ist übrigens gegen den Tabellenführer aus Leverkusen. So. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder und dann mit einem Sieg gegen Leverkusen zu Hause können wir wieder so ein bisschen Richtung Titel gucken, weil Leverkusen ist 5 Punkte weg, dann hätten wir 13, sie 15, dann wären es nur noch 2 Punkte. Aber wie gesagt, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an, ob das funktioniert und ja, freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet hier bei FIFA.